Am 21. Oktober 2020 wandert die wilde Lilith ins Zeichen Stier. Das ist dann sozusagen ein Göttinnentreffen. Was das bedeutet und auch wie es sich auf die 12 Sternzeichen auswirkt, darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen, liebe Community und liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, zu diesem Video über den Durchgang der wilden Lilith durch das Zeichen Stier. Knapp 9 Monate wird die wilde Göttin, auch genannt der schwarze Mond, durch das Zeichen des sinnlichen Stiers wandern, nämlich vom 21. Oktober 2020 bis zum 18. Juli 2021. In diesem Beitrag geht es um die gesellschaftlichen Auswirkungen dieses Transits und ich gehe auch auf die Bedeutung für die 12 Sternzeichen ein. Wenn ihr mehr über die Lilith-Transite durch das persönliche Horoskop wissen möchtet, empfehle ich euch dazu mein Workshop-Video Begegnung mit der weiblichen Urkraft über die Transite der Lilith. Mehr Infos dazu findet ihr hier und auch unten in der Videobeschreibung. Wenn Lilith durch den Stier geht, warum ist das ein Göttinnentreffen? Weil im Stier die Venus herrscht. Die urtümliche wilde Göttin Lilith betritt also jetzt das Herrschaftsgebiet der raffinierten und luxusliebenden Venus. Kann das gut gehen? Das ist alles eine Frage der Wertschätzung. Wenn wir die Impulse von Lilith schätzen, statt Angst vor ihr zu haben, kann ihre Reise durch den Stier in der Gesellschaft ganz viel bewegen. Der Stier ist ja das Zeichen der materiellen Werte und auch der Natur, des Besitzes und letztendlich auch des Geldes. Lilith hingegen legt überhaupt keinen Wert auf materiellen Besitz, repräsentiert aber durchaus die urigen Kräfte der Natur, für die der Stier wiederum viel Verständnis hat. Ich denke, da können sich diese beiden Kräfte treffen, nämlich wenn es um das Thema Wertschätzung der Natur geht. Und das meint jetzt nicht nur die schützenswerte Umwelt, sondern auch die Natur in uns, also Wertschätzung unserer eigenen urigen Instinkte. Psychologisch spüren wir dann vielleicht, dass es nicht immer angesagt ist, nach äußerlicher Schönheit oder Luxus oder neuen Anschaffungen in unseren Beziehungen zu streben, sondern dass es auch darauf ankommt, zur eigenen inneren Wahrheit zu stehen oder gemeinsam Abenteuer zu erleben oder Qualitätszeit zu verbringen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass unter Lilith im Stier öfter mal die Frage aufkommt, ob wir wirklich so viel besitzen und so viel materiellen Reichtum hinterherjagen müssen, wie wir immer glauben. Jetzt beginnt ja auch die Luftepoche und das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Tendenz weggeht vom Haben und Besitzen wollen hin zum Teilen und gemeinsam Nutzen. Lilith symbolisiert die Kraft der matriarchalen Göttin und die alten Matriarchate existierten zu einer Zeit, als man im Einklang mit der Natur lebte und sich von dem ernährte und das besaß, was die Natur einem schenkte. Eigene Besitztümer, die man anhäufte und weitergab, spielten kaum eine Rolle. Mit dem Aufkommen des Patriarchats vor etwa 3000 Jahren kam auch der christliche Leitgedanke auf: Macht euch die Erde untertan. Und wir haben uns seitdem zu einer Zivilisation von geld- und konsumgierigen Umweltzerstörern entwickelt, muss man ja leider so sagen. Lilith im Stier ist auf jeden Fall gut für alle, die sich wünschen und sich dafür einsetzen, dass wir wieder mehr Rücksicht auf die Natur nehmen. Sie kann uns vielleicht auch helfen, den Sinn von Verzicht zu verstehen. Darin ist Lilith ja gut, auf Annehmlichkeiten zu verzichten, um stattdessen dem Ruf ihrer Natur zu folgen und bei ihrer Wahrheit zu bleiben. Ich denke auch, Lilith im Stier wird uns auffordern, unsere durch Tierleid erkauften Konsumgewohnheiten zu überdenken. Da ändert sich ja bereits ganz viel im Bewusstsein der Menschen und aus dem Stier heraus wird Lilith dieser Entwicklung sicher nochmal einen kräftigen Impuls geben. Überhaupt wird sie uns dazu anregen, unsere Werte zu überdenken. Der Stier steht ja für Werte. Lilith steht für eine Unabhängigkeit von Besitztümern. Das wird also richtig spannend. Und wir können Lilith auch gar nicht für sich allein betrachten, denn auch Uranus geht ja durch den Stier. Von November 2020 bis Januar 2021 werden beide Kräfte stark angeregt. Deswegen vermute ich, dass da schon einiges an Neuerungen auf uns zukommt. Neuerungen bezüglich unseres Bewusstseins für den Umgang mit der Natur und Konsumgütern. Auch der Mars wird von Ende Dezember bis Mitte Januar noch kräftig mitmischen. Mars, Lilith und Uranus werden zornige Aspekte zu Jupiter und Saturn bilden, die dann im Wassermann stehen. Also das wird am Anfang sicherlich alles nicht sehr harmonisch ablaufen.
Aber ab März 2021 sehe ich da durchaus die Möglichkeit zu Fortschritten, gerade im Hinblick auf artgerechte Tierhaltung und die Entwicklung neuer umweltfreundlicher Techniken. Dabei wird Lilith psychologisch wirken und Uranus technologisch. Ich denke schon, dass wir da Fortschritte machen können. Jetzt wollen wir uns die Wirkung der Lilith im persönlichen Horoskop genauer anschauen. Dazu werde ich euch als erstes einen Ausschnitt aus meinem Buch Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau vortragen. Anschließend geht es dann in die Deutung des Lilith-Transits für die 12 Sternzeichen. Und die Timecodes für alles findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier also der Auszug aus meinem Buch ab Seite 165 aus dem Kapitel Lilith im Stier, Abenteuer und Inspiration. Die Natur und dein eigener Körper können für dich zum Schlüssel für glückliche Momente werden, in denen du die Kräfte von Lilith und Venus wunderbar integrieren kannst. Arbeite im Garten, halte dir Haustiere, würdige deinen Körper durch Pflegerituale, Sport, Berührung, Tanz, bewusstes Essen. Koche und iss mit Genuss. Genieße das Erlebnis der Mutterschaft. Sorge dafür, dass du genug Berührung und Sexualität bekommst. Wenn du dich einer echten Herausforderung stellen willst, übe das Loslassen. Lilith ist ein Sinnbild dafür, loszulassen und etwas zu opfern, um der eigenen Wahrheit treu zu bleiben. Der Stier steht für Sammeln, Anhäufen und Sicherheitsdenken. Zwei konträre Motive kommen hier zusammen. Denke an das Zen-Prinzip, wonach man eine Schale erst dann füllen kann, wenn sie leer ist. Rituale des Entrümpelns, die Konzentration aufs Wesentliche, Ferien ohne Luxus, zum Beispiel in einem Ashram, und Meditationen können dir tiefe Einblicke und neue Impulse geben. Der Stier ist auch ein sehr magisches Zeichen im Sinne einer urtümlichen, naturbezogenen Magie. Die Beschäftigung mit Runen, Tarot, Heilsteinen oder auch magisch Kochen werden dich stärken. Die Zyklen des Lebens können Vertraute und Ratgeber für dich werden, denn sie zeigen dir, dass auf Vergehen und Loslassen wieder Neuanfänge folgen. Liebe und Beziehungen. Vertrauen ist ein ganz wichtiges Schlüsselwort für dich. Vertrauen in dich selbst und deine weiblichen Kräfte und deine Magie. Du kannst eine wahrhaft fesselnde Frau sein, von der sich ein Mann gern festbinden lässt, wenn du Zeit. Ey, ich werde wahnsinnig. Was ist denn da plötzlich? Rituale des Entrümpelns, die Konzentration aufs Wesentliche, Ferien ohne Luxus, zum Beispiel in einem Ashram, und Meditationen können dir tiefe Einblicke und neue Impulse geben. Der Stier ist auch ein sehr magisches Zeichen im Sinne einer urtümlichen, naturbezogenen Magie. Die Beschäftigung mit Runen, Tarot, Heilsteinen oder auch magisch Kochen werden dich stärken. Die Zyklen des Lebens können Vertraute und Ratgeber für dich werden, denn sie zeigen dir, dass auf Vergehen und Loslassen wieder Neuanfänge folgen. Liebe und Beziehungen. Vertrauen ist ein ganz wichtiges Schlüsselwort für dich. Vertrauen in dich selbst, deine weiblichen Kräfte und deine Magie. Du kannst eine wahrhaft fesselnde Frau sein, von der sich ein Mann gern festbinden lässt, wenn du weißt, wann es Zeit ist, ihn wieder freizulassen und darauf zu vertrauen, dass er zu dir zurückkommt. Geduld ist ein Zauberwort für dich. Vielleicht bist du zu schnell darin, Sicherheit und Heiratsabsichten einzufordern. Falls Kinderwunsch ein Thema für dich ist, mach dich dabei von nichts und niemandem abhängig. Ich kenne Frauen, die es sehr bedauert haben, dass sie einem Partner, der keine Kinder wollte, nachgegeben haben und nicht Mutter geworden sind. Gut möglich, dass du ungewollt schwanger wirst, wenn deine Natur sich einfach gegen Ängstlichkeit und Vorbehalte durchsetzt. Wenn du es wirklich willst, bist du eine kraftvolle, gute Mutter, auch wenn der Partner das nicht mitträgt oder dir abhanden kommt. Mit deinen Kindern etwas aufzubauen, kann eine Quelle des Glücks für dich sein. Und wenn du glücklich bist, entfaltet sich deine Magie, die neue Partner in dein Leben zieht. Beruf und Berufung. Wenn Venus und Lilith im Stier günstig zusammenwirken, ergeben sich künstlerische Begabungen und Berufungen. Da Venus auch Beziehungen regiert, findet manche ihre Bestimmung durch ihren Partner. Die Fotografin Sylvie Blum, mit der ich schon zusammenarbeiten durfte, begann zunächst als Muse und Model für ihren Mann, einem bekannten Aktfotografen. Doch er wurde sehr krank und konnte nicht mehr weiterarbeiten, verstarb dann schließlich. Sie lernte das Handwerk bei ihm und begann, sein Werk fortzuführen.
Heute ist sie eine international bekannte und erfolgreiche Fotografin. Ihre Bilder drücken aus, was sie mir einmal sagte: Für mich sind alle Frauen Göttinnen. Sylvie ging keine Kompromisse ein, lehnte lukrative Werbeaufträge und Anträge reicher Männer ab, blieb authentisch. Sie blieb sich selbst und ihrem Gefühl dafür, was stimmig ist, treu, und schließlich kam der Erfolg. Candice Bushnell, die Erfinderin von Sex and the City, hat ihre Lilith im Stier. Sie baute ihren Erfolg als Kolumnistin stetig auf. Jedes Mal, wenn sie ein Buch schrieb und einen Erfolgsschritt machte, hatte sie einen wichtigen Transit mit Lilith im Horoskop. Kunst, Sinnlichkeit, Sexualität, Frauen, Partnerschaft, Mutterschaft, Magie, Kochen und Architektur sind Themen, die du mit Lilith im Stier gut entfalten kannst. Schwieriger sind die Stierthemen Geld, Materie und Sicherheit. Lilith ist keine gute Geldberaterin. Du musst an dich glauben und in Geldangelegenheiten wahrscheinlich einige harte Lektionen lernen, ehe dich du damit sicher fühlst. Du brauchst Geduld und musst dir Zeit geben, etwas aufzubauen, an das du glaubst. Dann können dich auch die für Lilith im Stier typischen Existenzängste nicht davon abhalten, deinen Weg zu gehen. Soweit also der Auszug aus meinem Buch über Lilith im Stier. Da steht aber noch viel mehr drin, zum Beispiel auch über Lilith im Horoskop des Mannes und eine aufschlussreiche Liste von Prominenten mit Lilith im Stier. Außerdem findet ihr in dem Buch natürlich auch die Bedeutung der Lilith in allen anderen Sternzeichen und noch vieles mehr. Zum Beispiel über die Urgöttin des Matriarchats oder die geheime weiblich-spirituelle Bedeutung unserer Märchen, über Menstruation und wilde Frauen jeden Alters. Das Buch hat drei Teile, einen über die Historie und die Mythologie der Lilith, einen Teil mit Lilith-Geschichten echter Frauen und einen Praxisteil, da ist dann auch die Deutung der Lilith in den Sternzeichen drin und außerdem viele Übungen und Inspirationen, um sich die Energie der Lilith zu erschließen. Das Buch ist übrigens schon in der vierten Auflage erschienen und das gibt es eben jetzt hier als Taschenbuch. Und ihr könnt es bestellen über die Bücherseite meiner Homepage und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch hier auf der Infokarte. Jetzt kommen wir zur Deutung des Lilith-Transits für die 12 Sternzeichen und wir beginnen mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Bei euch geht die Lilith durch das zweite Haus der Finanzen und des Selbstwerts. Das könnte euch Probleme bereiten, wenn ihr Kompromisse eingehen müsst, zum Beispiel indem ihr, um Geld zu verdienen, einen Job annehmt, hinter dem ihr nicht wirklich stehen könnt. Es ist auch möglich, dass es Probleme mit eurem Selbstwertgefühl gibt. Vielleicht habt ihr den Eindruck, dass andere den Wert eurer Arbeit nicht hoch genug einschätzen. Denkt doch mal über eure Glaubenssätze zum Thema Geld nach. Seid ihr insgeheim der Meinung, dass Geld unmoralisch oder unspirituell ist? Dann wird euch das nun vielleicht bewusst und ihr könnt es ändern. Manche von euch haben jetzt möglicherweise auch das Bedürfnis, in eine verrückte Idee oder Kunstprojekte mit unsicheren Gewinnchancen zu investieren. Oder in die kreative Arbeit von guten Freunden, um sie zu unterstützen. Ihr tut das dann nicht wegen der Rendite, sondern wegen der kreativen Seite oder für eine Freundschaft. Wenn ihr im Stier geboren seid oder einen Stier-Aszendenten habt, ist der Einfluss von Lilith im Stier natürlich besonders wichtig. Sie bringt euch mit inneren Sehnsüchten und instinktiven Kräften in Verbindung, die ihr vielleicht in der Vergangenheit verdrängt hattet, um nicht unangenehm aufzufallen. Lilith fordert euch auf, authentisch zu euch selbst und den Ecken und Kanten eures Charakters zu stehen, ohne ängstlich zu schauen, ob es anderen passt oder nicht. Dadurch werdet ihr kompromissloser und das kann sowohl euer Privatleben als auch eure geschäftlichen Verbindungen beeinflussen. Es ist gleichzeitig eine sehr kreative und sinnliche Zeit. Dabei verstärkt Lilith auch die Impulse zur Veränderung und Befreiung, die von Uranus kommen. Dadurch seid ihr mehr als sonst in der Stimmung, andere zu provozieren oder sogar ein wenig zu schockieren. Liliths Einfluss kann auch dazu führen, dass ihr trotz eurer Beliebtheit mehr Zeit für euch selbst haben möchtet. Freunde, Anhänger und Bewunderer nehmen euch teilweise als geheimnisvoll und unberechenbar wahr, doch das macht euch eben auch besonders interessant. In festen Beziehungen können Fragen in Bezug auf Gleichberechtigung auftauchen. Wenn ihr glaubt, dass ihr mehr als der Partner oder Partnerin in die Verbindung eingebracht habt, dann soll sich das jetzt ändern.
Wenn sich Lilith und Uranus im Dezember und Januar in eurem Zeichen treffen, geht ihr wahrscheinlich durch einige radikale Veränderungen in eurer Persönlichkeit oder ihr stellt deutliche Forderungen an andere, sich zu ändern. Vielleicht ändert ihr auch euren Stil und euer Aussehen, damit sie zu eurer neuen Persönlichkeitsentwicklung passen. Für die Zwillinge Geborenen und Zwillinge Aszendenten geht die Lilith im Stier durch das versteckte 12. Haus. Dadurch kann sie eine Art innere Schamanin für euch sein, also eine Art spirituelle Führung. Aber das ist dann nicht eine engelhafte Kraft, sondern eher eine instinkthafte Kraft. Das ist zum Beispiel eine gute Phase, um das persönliche Krafttier zu entdecken. Das ist ja ein Konzept im Schamanismus. Vielleicht interessiert ihr euch auch verstärkt für magische weibliche Energien. Ein Tipp wäre zum Beispiel, euch mit den Jahresfesten der alten Göttin zu beschäftigen und das erste davon wäre Beltane oder auch Halloween. Lilith kann auch eure Träume beeinflussen. Deswegen solltet ihr euch ein Notizbuch ans Bett legen, um wichtige Eingebungen festzuhalten. Auf der weltlichen Ebene kann Lilith im 12. Haus allerdings auch schwierige Personen, besonders Frauen, anzeigen, die hinter eurem Rücken agieren, aber für euch selbst nicht so recht greifbar sind. Begegnungen können Gefühle auslösen, die sich eurem Geist entziehen und erstmal unverständlich bleiben. Das kann man dann meistens nicht mit dem Verstand erfassen, sondern eher durch Meditation oder eben durch Träume. Wenn ihr Krebsgeborene oder Krebsaszendenten seid, wird die wilde Lilith einen harmonischen Aspekt zu eurer Sonne bilden und durch das Freundschaftshaus laufen. Das weckt eure Kreativität und Inspiration, sei es durch interessante Projekte oder durch spannende Menschen, die euren Weg kreuzen. Vor allem im Dezember und Januar kann es mächtig prickeln, denn dann trifft sich Lilith mit Uranus, der ja ebenfalls durch den Stier läuft. Das verweist auf Begegnungen mit interessanten und provokanten Menschen, die euch dazu anregen und dabei unterstützen, eure eigene kreative und wilde Seite mehr auszuleben. Dabei kann sich durchaus auch eine heiße Affäre ergeben. Lilith im 11. Haus kann auch anzeigen, dass man sich einer politischen oder gesellschaftlichen Gruppierung anschließt, die sich für das Recht von Benachteiligten und Außenseitern einsetzt. Vielen Krebsen ist das Tierwohl sehr wichtig und es kann durchaus sein, dass ihr euch jetzt entschlossener und radikaler als bisher für eure Ziele, beispielsweise zum Tierschutz, einsetzt und dafür Gleichgesinnte findet. Wenn ihr im Löwen geboren seid oder einen Löwe-Aszendenten habt, bildet die Lilith aus dem Stier heraus einen Spannungsaspekt zu eurer Sonne oder eurem Aszendenten. Unter diesem Einfluss könnt ihr Menschen begegnen, die euch irritieren und gleichzeitig faszinieren. Dadurch kommt ihr in Verbindung mit euren eigenen leidenschaftlichen Gefühlen und Instinkten, die ihr vielleicht verdrängt hattet, um erfolgreich zu sein oder um bequemer zu leben. Vielleicht lasst ihr euch auch auf eine Liebschaft ein, zum Beispiel im beruflichen Zusammenhang, die nicht zu eurem sozialen Umfeld passt. Lilith verstärkt den Konflikt zwischen eurem Wunsch nach Sicherheit und eurer Sehnsucht nach Aufregung und Abenteuer in der Liebe und lässt euch nach Unabhängigkeit streben. Im 10. Sonnenhaus der Karriere verweist Lilith auf mögliche Schwierigkeiten mit weiblichen Vorgesetzten oder ihr seid selbst als Frau in eurer Position umstritten. Möglich ist auch, dass Genderfragen berufliche Umstände beeinflussen. Besonders im Dezember und Januar, wenn sich Lilith und Uranus zusammentun, seid ihr geneigt, radikale berufliche Entscheidungen aufgrund solcher Umstände zu treffen. Das kann richtig sein, kann sich jedoch auch als nachteilig herausstellen. Deshalb solltet ihr das nicht überstürzen. Wenn ihr Jungfraugeborene oder Jungfrau-Aszendenten seid, wandert die Lilith durch das 9. Sonnenhaus und weckt eure Lust auf Abenteuer, Freiheit und neue Horizonte. Auch Uranus bewegt sich ja durch diesen Bereich im Horoskop und so verstärken sich diese Faktoren gegenseitig. Und sie bilden auch noch günstige Aspekte zur Jungfrau-Sonne. Das trägt dann dazu bei, euer Selbstbewusstsein und euer Charisma weiter zu steigern. Begegnungen und Abenteuer können euch nicht spannend genug sein. Vielleicht bringt euch auch die spirituelle Suche nach dem göttlich-weiblichen in Kontakt mit besonders interessanten Menschen. Oder auch mit eurer eigenen inneren abenteuerlichen Seite. Es kann sich nun auch eine Liebe mit jemandem aus einem fremden Kulturkreis ergeben. Und ihr seid besonders offen für interessante spirituelle Fortbildungen.
Normalerweise seid ihr ja immer sehr vorsichtig, aber jetzt seid ihr mehr als sonst bereit, die Gesellschaft von außergewöhnlichen Leuten zu genießen. Vom Aspekt her kann dieser Einfluss außerdem eure Kreativität steigern, sodass ihr danach strebt, mehr Zeit in eure Herzensprojekte zu stecken und daran würdet ihr auch wirklich viel Freude haben. Wenn ihr Waage seid oder einen Waage-Aszendenten habt, dann läuft die Lilith bei euch durch das achte Sonnenhaus. Das ist ein sehr komplexer Bereich. Auf der konkreten Ebene hat es mit finanziellen Werten und Besitztümern zu tun, die ihr mit anderen teilt. Und das betrifft häufig Ehepartner, die ja meistens gemeinsam wirtschaften. Ich habe beobachtet, dass Lilith im achten Haus zum Beispiel mit Sorgerechtsstreitigkeiten einhergehen und überhaupt Schwierigkeiten mit gemeinsamen Besitztümern mit sich bringen kann. Dabei geht es häufig darum, inwieweit man sich gemeinsam verantwortlich fühlt oder inwieweit jeder ein Stück Eigenständigkeit bei den Finanzen behalten will. Auch Uranus befindet sich in diesem Bereich und beide sind gemeinsam sehr aktiv in den Monaten November, Dezember und Januar 21. Das kann bedeuten, dass es zu Auseinandersetzungen mit Leuten kommt, mit denen ihr gemeinsam etwas besitzt. Sei es, dass diese Personen plötzlich pleite gehen oder nichts mehr beisteuern wollen, oder dass es Schwierigkeiten um die gerechte Aufteilung der gemeinsamen Anteile gibt. Und das kann ziemlich überraschend passieren. Auf der persönlichen und psychologischen Ebene kann der Transit von Lilith eine Auseinandersetzung mit euren Verlustängsten mit sich bringen, weil zum Beispiel ein Partner mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit einfordert. Wenn ihr in einer glücklichen, festen Partnerschaft seid, könnt ihr nun gemeinsam mit eurem Partner oder Partnerin Tabus überwinden und neue Dimensionen der Erotik erschließen. Das stärkt dann eure Verbindung und inspiriert euch auch kreativ. Wenn ihr im Skorpion geboren seid oder einen Skorpion-Aszendenten habt, wandert Lilith im Stier durch euer Partnerhaus, wo sich ja auch schon Uranus befindet. Das verstärkt den Wunsch nach Freiheit und Veränderung in euren Partnerschaften, entweder durch euch selbst oder durch eure Beziehungspartner. Begegnungen mit ungewöhnlichen und andersartigen Menschen, vor allem Frauen, sind möglich, die euch anregen oder aufregen. Dabei spiegeln sie euch Gefühle oder Verhaltensweisen, die ihr unbewusst vielleicht selbst habt, aber nicht wahrnehmen wollt oder verdrängt, weil sie nicht zu eurem Selbstbild passen. So kann euch Lilith dabei helfen, euch selbst neu anzuschauen und für neue Einflüsse in eurem Leben zu öffnen. Unter Liliths Einfluss könnt ihr euch auch auf eine atemberaubende neue Affäre einlassen, die euer Leben auf den Kopf stellt. Das kann sehr aufregend und befreiend sein, kann jedoch auch zu großen Problemen führen, wenn ihr bereits fest liiert seid. Denn ihr empfindet dann womöglich den Drang, euer bisheriges Beziehungs- und vielleicht sogar Familienleben aufzugeben und euch in das neue Abenteuer zu stürzen, was viel Schaden anrichten kann. In diesem Falle empfehle ich die 90-Tage-Regel, also 3 Monate abwarten, ehe ihr euch tiefer einlasst. Wenn danach die Gefühle immer noch heiß sind, könnt ihr euch überlegen, ob ihr dafür aufgeben wollt, was ihr euch bisher aufgebaut hattet. Wenn ihr im Schützen geboren seid oder einen Schütze-Aszendenten habt, dann wird die Lilith durch euer sechstes Haus laufen und das kann Probleme am Arbeitsplatz oder auch mit Alltagsroutinen anzeigen. Ihr wollt jetzt eure Arbeitsabläufe nach euren eigenen Vorstellungen gestalten und mögt es gar nicht, wenn man euch da hineinredet. Vielleicht gibt es auch Schwierigkeiten mit Kolleginnen, die eigensinnig ihr Ding durchziehen und euch damit spiegeln, wie ihr es selbst gern machen würdet. Weil das sechste Haus auch mit der Gesundheit zu tun hat, wäre es vielleicht auch ganz ratsam, dass ihr eure Gesundheit mal checken lasst. Vor allem im Hinblick auf spezifische weibliche Probleme. Also alle Vorsorgetermine mal einhalten. Wenn ihr was bemerkt, dann kommen durchaus alternative Heilmethoden in Frage. Denn mit der Schulmedizin hat man es meistens nicht so unter dem Einfluss von Lilith. Auch Uranus steht ja in diesem Bereich und regt euch an, beruflich und auch gesundheitlich neue Wege zu gehen und neue Heilmethoden auszuprobieren. Wenn ihr im Steinbock geboren seid oder einen Steinbock-Aszendenten habt, dann wandert die Lilith durch euer fünftes Haus der Kreativität und der Liebesaffären, wo sich auch Uranus befindet. Und beide bilden förderliche Aspekte zu euch.
Das wirkt sehr anregend auf euer Liebesleben, euer Beziehungsleben, aber auch für eure Herzensprojekte und eure Kreativität. Häufig habt ihr Steinböcke ja genau im Blick, welche Bekanntschaften euch auch geschäftlich von Nutzen sein können, und ihr strebt Win-Win-Situationen an. Aber unter dem Einfluss von Lilith geht es mehr darum, dass eure Seele Erfüllung findet. Auf einmal findet ihr Menschen interessant, die euch provozieren und aus der Komfortzone herauslocken. Denn sie regen euch an, eure kreative Seite mehr auszuleben, ohne dass ihr nach dem Nutzen fragt. Daraus kann sich auch eine unglaublich aufregende und spannende Liebesaffäre ergeben. Es ist nicht gesagt, ob solche Begegnungen in dauerhafte, stabile Beziehungen münden, aber sie werden euer Leben bereichern und euch anregen, eure oft versteckte, wildere Seite auch mal auszuleben. Besonders stark prickelt es in der Steinbockzeit im Dezember und Januar, wenn Lilith und Uranus sich treffen. Wenn ihr im Wassermann geboren seid oder einen Wassermann-Aszendenten habt, dann befindet sich Lilith für euch im vierten Sonnenhaus der Familie und der Heimat, wo auch Uranus steht. Beide bilden einen Spannungsaspekt zu euch. Das zeigt Menschen und Ereignisse an, die euch herausfordern oder provozieren. Lilith bringt euch in Kontakt mit Instinkten und Gefühlen, die ihr vielleicht verdrängt hattet, damit sie euren geistigen Frieden nicht stören. Viele Wassermanngeborene misstrauen ihren Gefühlen, aber die melden sich unter dem Einfluss von Lilith zu Wort und wollen angeschaut und integriert werden. Das kann zum Beispiel durch Situationen mit Familienmitgliedern geschehen oder mit Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt. Renitente Töchter oder eine schwierige Mitbewohnerin können euch herausfordern. Dabei geht es oft darum, dass die betreffenden Personen sich mehr Freiraum wünschen. Und das gibt euch dann zu denken, denn ihr seid ja selbst sehr freiheitsliebend. Vielleicht wollt ihr eine neue, unbekannte Seite in euch selbst entdecken. Und das geht nur, wenn ihr für eine Weile auf Distanz geht. Gemeinsam mit Uranus kann Lilith auch eine Neigung mit sich bringen, radikal und kompromisslos zu sein und dadurch eine Trennung zu forcieren, besonders im Dezember und Januar. Wenn ihr den Drang dazu verspürt, kann es sich lohnen, nochmal abzuwarten, bis sich die Situation wieder beruhigt hat, und zu überlegen, ob ihr das wirklich wollt. Wenn ihr beide bereit seid, Beziehungsthemen gemeinsam anzugehen, kann das eure Beziehung noch stärker machen und ihr könnt euch dabei sogar noch besser kennen und respektieren lernen. Wenn ihr in den Fischen geboren seid oder einen Fische-Aszendenten habt, dann wandert die Lilith im Stier durch euer drittes Sonnenhaus der Kommunikation. Und dort befindet sich auch Uranus und beide zusammen bringen viele tolle Eingebungen und Inspirationen. Dieser Einfluss ist besonders schön für alle, die kreativ mit Wort und Sprache arbeiten. Lilith regt euch gedanklich an, Tabugrenzen zu überschreiten und macht eure Botschaften dadurch interessant, auffällig und auch provokant. Da sie jedoch auch den Wunsch weckt, sich authentisch und wahrhaftig auszudrücken, kann das beispielsweise Tätigkeiten im PR-Bereich im Weg stehen. Wundert euch nicht, wenn ihr keine Lust mehr habt, Werbung für irgendwelchen Quatsch zu machen, hinter dem ihr gar nicht stehen könnt. Oder wenn euch einfach die Ideen ausgehen, weil euch eine Sache auf einmal fürchterlich banal erscheint. Doch alle Themen, die ihr spannend findet, werden euch ungeheuer inspirieren. Im Zusammenspiel mit Uranus zeigt der Lilith-Transit außerdem Begegnungen an, die euch zu denken geben und die in euch den Wunsch wecken, eure eigene wilde, kreative Seite mehr auszuleben. Ihr seid mehr als sonst bereit, Tabuthemen anzusprechen, einfach um zu sehen, was passiert und wie euer Gegenüber reagiert. Wenn ihr Geschwister habt, wollt ihr euch nun vielleicht über Kindheitserlebnisse austauschen, die euch bewegt haben. Liebeserlebnisse inspirieren euch außerdem ganz besonders, zum Beispiel zu speziellen Briefen, Geschichten oder Blogs. Im November, Dezember und Januar werden Liliths Kräfte besonders stark wirken. Das waren meine Gedanken zum Durchgang der Lilith durch den Stier. Zum Schluss habe ich noch ein paar Empfehlungen für euch. Ergänzend zur Lilith im Stier ist sicherlich auch mein Special über Uranus im Stier, Wind des Wandels, interessant. Und ihr solltet euch auf jeden Fall die aktuellen Monatstendenzen für die 12 Sternzeichen anschauen. Lasst mir ein Abo da, dann könnt ihr euch benachrichtigen lassen, wenn ich neue Videos hochlade oder Livestreams mache. Alles Gute mit den Sternen!